Hallo bei Ohne Maulkorb mit Tolle Zahl. Wie immer geht es hier um interessante Themen, vor allem aber interessante Gäste. Wie Sie wissen, auf der roten Couch muss man immer die Wahrheit sagen, Lügen ist verboten. Das wird dir ein bisschen schwerfallen, Jose, ich weiß. Wir wollen Menschen kennenlernen. Heute freue ich mich ganz besonders, den berühmten Professor Dr. Dr. Nein, da kriege ich noch einen Ehrendoktor, kriege ich vielleicht. Ja, Professor Josi Prokopetz, weltberühmt in Österreich. Ja. Servus Josi, wie geht's dir? Servus da? Lieber Rudi, danke für die Einladung, es freut mich ganz besonders. Dazu, wenn ich das ausführe, in Ohne Maulkorb. Warum? Erstens einmal glaube ich, und da wollte ich rückfragen, ich bilde mir eigentlich, ich war einmal in der alten Ohne Maulkorb, dass ich wieder in der Neuauflage sein darf. Und dann möchte ich sagen, das habe ich damals nie gesagt, habe immer geglaubt, Ohne Maulkorb ist für so eine Sendung der optimale Titel. Weil? Ja, weil er toll ist. Das ist ja toll, das ist zwei Worte, Ohne Maulkorb, das sagt alles, nicht? Ja. Jetzt sind es vier Worte, Ohne Maulkorb mit Tolle Zahl. Aber nein, das ist ja nur ein Flash, nicht? Ja. Mit Tolle Zahl. Und ich sage dir eins, du bist es gar nicht, Tolle Zahl, der Zuschrift für Ohne Maulkorb enthält implizit Tolle Zahl. Aha. Nein, du weißt, ich war damals da. Du weißt, was implizit heißt. Ja, natürlich. Dann ist gut. Nein, ich wollte nur nicht, dass man du, ich so bin Professor so wie du, ja? Dass man nicht aufeinander. Weißt du, hast du Laudatio gehabt, müsstest dich noch erinnern. Ja, ich ja, freilich. Naja, natürlich. Schau, die Idee ist einfach, Menschen, die ich überhaupt nicht ausstehen kann, so wie dich, ja, einzuladen und ja, wenn es geht, möglichst unsympathisch mit Fragen zu konfrontieren, sagt, die keinen interessieren. Wie man sagt, umgekummert zu lassen. Ja. Nein, ja, nein. Im Gegenteil, es geht darum, Menschen kennenzulernen, die ich interessant finde und auch, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, Ohne Maulkorb war Programm damals und war so ein bisschen eine Pioniersendung. Es war ja nicht nur ich, es waren schon noch andere Leute, die da zu erwähnen sind und vor allem Uli Messer-Kroll, die sozusagen eigentlich die Redaktion erweitert hat und in frühen Jahren auch ein gewisser Andreas Fries, der sozusagen dann aus dem ORF gegangen ist. Der nicht dann gehabt, das Fries Beisel oder Stirb? Natürlich. Ja, ja, natürlich, natürlich. Im Ammerlinghaus war genau, das. Ja, ist genau, das da mit genau, Erlebnis. Genau. Er wurde dann Wirt. Also vom Sender. Nur damals der Alte, die Alte Maulkorb, der Fries hat immer gesagt, wir sind eine Guerillatruppe. Ah. Das war so diese, ja, wir mussten ja fast, wir waren nur zu viert damals, wir mussten fast im ORF-Gebäude schlafen. Ja, also wir durften dann kurz nach Hause. Aber gut, du, dieses Ohne Maulkorb ist im Wesentlichen ein Gespräch unter Intellektuellen. Dazu bist du eigentlich falsch, aber richtig, es ist heute niemand anderer gekommen. Ich werde diese Sendung auf das Niveau Ovezahn auf das hinkriegen. Das ist uns ja immer gelungen. Aber wie du gesehen hast, sozusagen alleine als kleine, wie soll ich sagen, Ansage, Lügen ist verboten auf der roten Couch. Es muss die Wahrheit gesagt werden. Ja? Also ich muss sagen, bei Interviews lüge ich nicht und wenn ich was, oder ich gebe keine Antwort, aber dass ich jetzt sage... Also wenn du dann jetzt immer schweigst, weiß ich... Wenn der sagt, war das grün, dann sage ich, es war grün oder ich sage, aber nicht, es war blau. Also wenn das jetzt auf so ein Beispiel... Das verstehe ich jetzt nicht. Das macht nichts, aber die Zuseher verstehen es. Das macht nichts. Okay. Damen und Herren, verstehen das. Du kannst dich auch direkt ans Publikum wenden. Ja, das mache ich dann, wenn es wirklich wichtig ist. Also wir haben ja gemeinsam als Professoren, also praktisch ins P, weil ich war es ja noch nicht, du warst das, glaube ich, schon, haben wir an einer großen wissenschaftlichen Arbeit gemeinsam dissertiert. Der Watzmann ruft. Ja. Also sozusagen, das war quasi, glaube ich, das intellektuellste Werk. Es war hochintellektuell. Hochintellektuell. Es war wie das Stück, hochintellektuell. Hoch war es vor allem, weil es am Berg ist. Ja. War hochintellektuell ist. Na, aber wir haben, der Wolfgang Ambros hat, du bist ja einer der ursprünglichen drei Autoren, muss man ja sagen. Wie hat der gesagt, wir haben da gespielt da in Wunsiedel, drei Wochen lang in einer Bühne, die war richtig im Wald vor 100 Jahren. Ja, ja. Nein, davor haben wir es aber auf der Seebühne. Ja, das war aber noch immer deine Inszenierung. Deine ist ja bis heute mit kleinen... Müssen den Zuschauern sagen, der Ambros ist gekommen und hat gesagt, der Tolle Zahl soll eine Neuinszenierung machen und mit dem Prokop jetzt zusammen ist ein bisschen umschreiben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Ambros gekommen ist, ich habe dich empfohlen. Du hast dich empfohlen. Selbstverständlich. Ja, dafür bekommst du ja auch, das war auf dem Bankkonto seit Jahren von meinen Tantiemen. Ja, natürlich. Weil sonst geht es ja nicht.
Na, die bekomme ja ich. Eben, das haben wir uns ja ausgemacht. Das haben wir ausgemacht. Ja. Steht zwar mein Name dabei, aber es ist. Aber es ist heute noch, das ist deine Inszenierung mit ein paar kleinen Notwendigkeiten, die einfach anders sein müssen. Aber das Interessante war ja sozusagen, es ein bisschen abzudaten, weil der Bauer dann plötzlich mit Provider und Internet, das war damals relativ neu, ist jetzt auch schon wieder 100 Jahre her. Und mit der Inszenierung seid ihr ja dann, du ja auch als Darsteller, sehr erfolgreich, dann ja um die deutschen Landen gezogen. Sehr erfolgreich, wie man sagen muss. Diverse Wahlen hieß es ist vorbei und dann wurde der Löffel immer wieder ausgegraben und es gab noch eine Tournee. Ja, in intern und unter uns, und man lügt ja da nicht, man sagt ja die Wahrheit. Es war so, dass die Produzenten oder der Österreich-Produzent, darf ich sagen, der Peter Fröstl, darf ich sagen, der hat, alle haben gesagt, geh nicht schon wieder, jetzt ist er 100 Mal, bitte. Und dann hat er vorgelesen, was im Vertrag unter Mindestgage steht. Dann haben alle gesagt, na gut, wenn, ja, von mehr als was du willst, ja. Also die Leute glauben jetzt vielleicht, das ist was Gott was, aber es ist nicht was Gott was. Aber von der Kohle meinst du? Von der Kohle her, also es ist nicht was Gott was, aber wenn du 80 Gigs spürst, dann summiert sich das naturgemäß. Das ist klar. Das ist selbst. Das ist mehr, also es ist so, wie wenn man 80 Mal einen Gig spielt. So ungefähr. Oder? Ja, das ist 80 Mal ein Gig. Du, pass auf. Gehen wir ein bisschen, ich weiß nicht, ob ein bisschen blödeln. Du bist ja, also man sagt ja immer, dass Reinhard Fendrich sozusagen die Hymne des Austropops geschrieben hat. I'm from Austria. Ja. Ich sage, das ist falsch. Also? Die Hymne des Austropop ist ein echter Brokopetz. Nein. Ja. Ich stehe in der Köthen und ich warte auf der Taxi, aber es kommt nicht. Ja, geil, okay, kommt nicht. Ich stehe in der Köthen und warte auf der Taxi, aber es kommt nicht. Kommt nicht, kommt nicht. Ich warte auf das Brummen von einem Diesel, aber es kommt nicht. Kommt nicht, kommt nicht. Die Dame vom Funk, die sagt zu mir, der Wagen 734 ist in 4 Minuten hier. Das, also wie kam es denn zu diesem weltbewegenden... es war ein Riesenhit, kann man ja sagen. Ja, das war sozusagen einer der zwei großen Döf-Hits. Ne? Ja, ja. Deutsch-österreichische Freundschaft. Döf. Nein, deutsch-österreichisches Feingefühl, aber egal. Siehst du? Nein, wir wollten es vorher deutsch-österreichische Freundschaft taufen, sind aber draufgekommen, dass es seinerzeit, im vorigen Jahrtausend, lange her, DAF gab, deutsch-amerikanische Freundschaft, die im selben Genre zugange war. Und dann haben wir das halt gesagt, gut, dann hast du halt Feingefühl. Das war ja damals wurscht. Ja, das war ja egal. So, was wollte ich sagen? Also wie kamst du zum Taxi? Pass auf, es war so, es gab im 15. Bezirk ein kleines Tonstudio, das von Ambros und seinen Mannen als Demo-Studio und als Labor gewissermaßen benutzt wurde. Und der Herr Tauchen und ich, wir haben gesagt, wir wollen das erste Punk-Lied auf Österreichisch aufnehmen, verdammt. Und haben damals in diesem Studio aufgenommen das Lied Ach, wie staubig ist mein Hemd. Yes, Ach, wie staubig ist mein Hemd. Und mit der Rückseite den Ayatollah-Rag. Ich bin ein Schiitenführer, mein Name ist Khomeini, meini. Ich will dieses Land regieren und zwar ganz alleine. Und haben das in hoher Geschwindigkeit aufgenommen, also von Nachmittag bis am Abend, wir waren fertig. Und ich musste mir ein Taxi nehmen, aus irgendwelchen Gründen, ich weiß es nicht. Und stand dort und habe angerufen, früher war das ja so, da hat es ja kein Uber, ich habe da angerufen, 40100 oder was weiß ich, hast du angerufen und ich gesagt, ja, Wagen, wir sind schön. Gut, dann hast du gewartet und der ist nicht gekommen. Und nee, es war kalt, es war... Und da ist er das dort eingefallen, Spätherbst, auf der Straße ist mir eingefallen, ich stehe in der... Und nämlich ein Tatsachenbericht. Ich stehe in der Köthen und warte auf einen Taxi, aber es kommt nicht. Das ist ein Tatsachenbericht gewesen. Und dann habe ich zu Hause quasi, wie jetzt habe ich das Ganze ähnlich dem Hofer in einen runtergeschrieben und das war's dann. Na, weil du sagst, Hofer, ich weiß, mir hast du die Geschichte schon das ein oder andere Mal erzählt, aber Krone TV ist ja vor allem auch ein Fernsehsender mit jüngeren Zusehern als wir beide. Der Hofer ist natürlich in Wahrheit die eine Hymne. Also das war schon, wie soll ich sagen, geschmeichelt gemeint mit Taxi, aber der Hofer ist natürlich eine dein Urknall des Austropop, kann man sagen. Und der Text ist von dir. Ja.
Es geht da eigentlich um einen Mord. Ja. Wie fällt dann sowas ein? Also wie mir das eingefallen ist, ist, ich war damals, was war ich, keine 20. Also unlängst. Unlängst. Unlängst und arbeitete in einer Firma, ferial praktisch, die Bodenleger-Geschichten gemacht hat, aber auch Wandverkleidungen. Und da haben, die haben in der Semmelweis-Klinik gearbeitet und da wurde die, musste die Wand mit so einer Plastik-Kiste, was weiß ich, belegt. Und um das machen zu können, dass der Kleber hält, so muss das ganz eben sein. Und da war ein urlanger Gang, musste man spachteln. Ja, und zwar mit einer Sopran-Spachtel, ja, in Achterbewegungen, ja, wie du also richtig Achter, sagst, ja. Ja, in Achterbewegungen. Und das, da musst du in eine Wanne fahren, da ist dieser Gatsch drin, dieser schmutzig braune und dann musst du gut so, riechende. Ja, so, naja, nicht so schlimm, aber man, Parfum ist kein. oder Bockung, wie sagt man, da Maske ist, würde ich es nicht. Und in auch. Und das war natürlich höllisch noch. Das war schwer an, aber vor allem war das Zeug da drauf. War, und, also das war die. Und wie ich dieses mache, ist mir aus der Welt der Ideen, wie es bei Platon heißt, ja, aus der Welt einem der, anderen Denker, neben einem anderen Denker, ja. Ja, ja. Ein bisschen früher, aus der Welt der Ideen, ist mir zugefallen, diese Zeile, schau, da liegt der Leiche im Rinser. Ich weiß es nicht, warum. Es gab kein Apropos, es gab kein gar nichts. Ist mir eingefallen und dann ist man. Du hast da kein Leich gesehen und längst. Nein, nein, das Semmelweis-Klinik ist eh eine Geburtsklinik so. Sogar. Also quasi auf Leichenfund zu gehen, wäre kontraproduktiv gewesen. Auf Leichensuche zu gehen, besser gesagt, wäre kontraproduktiv. Und ist mir das, ich weiß es nicht woher, ich kann es nicht sagen. Und ich glaube, bis Kadaver Makaber ist mir eingefallen. Und dieses festhaltend, habe ich dann daheim in einer Dreiviertelstunde maximal fertig geschrieben und that was it. Und um es jetzt was Sinnvolles zu sagen, ich glaube ja, dass solche Dinge, die so Kult oder Legende oder wie immer was werden, nur so einfallen. Also kann ich glaube nicht, dass sich jemand hinsetzen kann und sagen, also als aus Kalkül sagen kann, jetzt schreibe ich einen Welthit oder jetzt schreibe ich etwas, das Kult wird oder sowas. Das glaube ich, ist nicht möglich. Das glaube ich auch nicht übrigens. Und das erzählen auch alle Leute, die so etwas, denen so etwas passiert. Es passiert eigentlich. Es ist passiert. Und es ist eine, eher eine Art Eingebung sozusagen, die irgendwie. Na gut, für mich bist du ja sowieso der Meister des gesprochenen Wortes, ja. Weil du ja nicht nur, wie soll ich sagen, du hast alle Genres der Wortschöpfungen durchgemacht. Du hast Lustigsammer, Buntigammer, weiß man es vielleicht heute nicht mehr, aber ist auch von dir, ist auch ein echter Prokopetz. Du hast eine Zeit lang ja in Werbeagenturen wahnsinnig viel Geld gescheffelt. Ich bin durch Werbeagenturen geirrlichtert. Da ist der Spruch, ich weiß nicht, ob er stimmt, das habe ich dich nie gefragt, wo es immer geheißen hat, der Prokopetz ist immer gekommen, ganz spät in eine Sitzung, wo es irgendwie darum gegangen ist, das neue Produkt muss vorgestellt werden. Ja. Welche Stadt, welches Land und was geht's? Nein, das kann schon sein, dass ich es einmal gesagt habe, in meiner Hoffärtigkeit, weil ich war ziemlich jung und muss gestehen, wirklich sehr gefragt und erfolgreich halt. Aber als Werbetexter. Als Werbefuzzi. Und mir hat einmal der Chef von seiner Agentur gesagt, den ich im Aufzug getroffen habe, der hat gesagt, was, jetzt kommen Sie? Es ist ja fast 10. Und ich habe zu ihm gesagt, frech natürlich, haben Sie meinen Arsch gemietet oder mein Hirn? Und worauf er nichts gesagt hat und dann ausgestiegen ist. Hast du noch weitergearbeitet für die Firma dann? Oder? Ja, Jahre. Nein, ich habe den schon ein bisschen, nicht zum ersten Mal gesehen, sagen wir so. Aber wenn du dir jetzt heute das, was man Austropop nennt, und ich habe ja versucht, mit einer Serie, weltberühmt in Österreich und so weiter, den Begriff Austropop weiter zu fassen, es ist mir misslungen. Es ist so, dass das so eingeübt ist, Austropop ist Ambros, Fendrich, Danzer, Werger, etc., was dann noch sozusagen auch SDS, um Gottes Willen, ERV und alles mögliche. Ja. Aber wie ich gesagt habe, es ist österreichische Popkultur,
als Österreich, das hat sich nicht durchgesetzt, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Das war so ein Versuch. Wenn du dir das heute anschaust, ist es nicht, außer ein paar, die noch sehr gut aktiv sind, eigentlich mehr Museum? Es ist Museum. Lebendes Museum. Es ist Museum. Es ist, wie ich sage... Schön zum Anschauen und mein Gott, waren wir jung. Ich durfte einmal in einer deiner Interviews sagen, Austropop ist nicht tot, er riecht nur komisch. Richtig. Das war aber allerdings zu einer Zeit, wo der sogenannte neue Austropop noch nicht existiert hat. Also da gab es kein Bilderbuch, Wander. Kein Wander, keinen ja. Josch, ja. etc. Die werden übrigens auch alle kommen auf die Rote. Ja. Ich glaube, dass der Austropop, so wie er damals entstanden ist, denn der ist wirklich museal, da gibt es nichts. Und das, ich muss auch retrospektiv sagen, dass der Herr, wie heißt er denn, Roščič, ja. Wunderbar, jetzt Operndirektor oder sowas. Der damals den Austropop aus den Ö3, weil er, wir sind ein internationaler Sender und so, gestanzt, verbannt, whatever. Und dass ich den retrospektiv verstehe. Weil es war damals, als dieses passierte, waren, ich sage jetzt einmal 100, ist jetzt nur eine Zahl, ja, 100 Epigonen von Ambros vor allem, die alle mit irgendeiner Kitavos gesungen haben, der Hodler ist so frei und du weißt, und man heute das nein, oder irgend so. Ja. Das war unerträglich, sowohl von der Banalität des Textes her und auch von der immer alles so fürchtet. Das habe ich verstanden. Dass damals aber nicht, ne? Damals habe ich es verstanden. Damals hat es von anderen ja betroffen. Und vor allem auch pekuniär. Also ja, mehr oder weniger nach dem Kodo, mehr oder weniger hat der den Austropop gestanzt. Nicht mehr, ein Jahr später oder so ist es zwar. Kodo war auch ein Welthit von dir. Europa war das. Bleiben wir. Nein, in Amerika, die jiddische Version na gut, war auch. Ist ja nicht gegangen. Aber hat der Spiegel immer erzählt? Lüge? Also Gott sei Dank lügst du nicht jetzt auf der. Der Koidoi, die Flying Schissel, ist es, ist nicht gegangen in Amerika. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Ich habe das wirklich witzig und lustig gefunden. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Was wollte ich sagen? Heute verstehe ich das. Nicht? Ja. Heute verstehe ich das. Und ja, und man sieht ja heute, was noch gespielt wird, vor allem in den Regionalsendern von damals. Mhm. Wenn ich das im Radio höre, werde ich auch wahnsinnig. Also bei mir ist überhaupt so, ich sage es ganz ehrlich, dir sage ich es, weil es ist ja niemand dabei. Ja. Wo sitzt du auf der roten Couch? Wenn ich heute, also auf Autofahrt, sie spielen irgendwas an Austropop. Außer es ist eine Nummer von mir, dann freue ich mich. Aber aus anderen Gründen. Ja, naja, so ist es nicht. Einmal vielleicht, ein paar Nätsch, wo das einmal spielen. Dann schalte ich um, weil ich mir das Dialekt Geraunze nicht mehr anhören kann. Aber ich glaube, dass das einen Menschen, der allgemein künstlerisch tätig ist und sich nicht eine Nische geschaufelt hat und in der sitzen bleibt, ist normal. Ja? Also ich wage zu behaupten, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber mir fällt nur ein blödes Beispiel ein. Mir fällt ein, dass der Jean-Paul Sartre, wenn er heute noch lebt, wahrscheinlich nicht mehr Ekel geschrieben hätte oder sowas. Oder, ich weiß es nicht. Ja. Naja, schau, mit dem Ausdruck, ich war ja da mit, ich bin in einer gewissen Mittäterschaft, ja, nicht unschuldig, weil ich ja sozusagen viele Videotien sozusagen... Entschuldigung, das muss man schon sagen, Damen und Herren, das muss man schon sagen, und zwar auf erstklassige Videotien, ja, und nicht nur für die Österreicher, wie wir wissen. Ja, ja, ja. Na, danke, also, das ist lieb von dir. Das Name-Dropping überlasse ich dir, aber ich meine, ich sage nur Queen, nicht? Freddie Mercury, ich sage nur Whitney Houston, wo übrigens auch einer gesagt hat, Witwe Husten. Fällt mir auch gut. Ach, wünsch mir das von der Witwe Husten. Schön, gleich sind wir wieder seriös. Nein. Mir hat einer erzählt, der bei einer so einer Tanzband gespielt hat, dass einer lallend zur Band gegangen ist und gesagt, her, spülen, grinsen, den Klo frau. Was? Wenn wir spülen?
gerissene Klofrau. Und es wäre mir noch zu, laut Bericht, zu Handgreifigkeiten gekommen ist, wenn man nicht drauf gekommen war, der hat gemeint Crimson and Clover. Naja, zurück, also das ist, danke, dass du mich da lobst. Das ist schon mal zu viel. Wie ich das hat, so das Glauben. Ja, ja. Naja, ich bin auch nicht sozusagen, ich bin nicht unzufrieden. Hätte ich was gegen dich in der Hand, ich würde sagen. Ich kenne dich, ich weiß, sofort. Nein, aber beim Austropop, ja, also das war damals auch eine Begeisterung, auch meinerseits und meines damaligen Partners, wo man wirklich auch hineingekippt ist und alles. Und ich war ja ein großer Bewunderer von Wolfgang Ambros, muss ich das sagen. Ein Aufbruch, kann man sagen, ein Aufbruch. Und heute muss ich sagen, es geht mir ähnlich. Es sind ein paar Dinge, die sind zeitlos. Ja. Und viele Dinge, also meine Söhne interessiert überhaupt nichts von dem. Die außer Falco. Ja, also für alles, was Austropop ist, ja, die Papa bitte, muss ja, das sein, ja. Lass uns in Ruhe damit. Ja, sind jetzt 17 und 14. Kommt vielleicht noch, ist egal. Aber von den Aktiven finde ich nach wie vor bemerkenswert den Gerd Steinbecker, früher also den SDS Steinbecker. Und den Fendrich, weil sie noch aktiv sind in einer Art, wie man sagt, okay, das zollt mir Respekt ab. Ja, aber ja, wie gesagt, ja. es ist Museum, es ja, ist schön zum Ausschauen. Das ist alles. Nein, und haben auch nur ihre Follower. Das ist ein Werk, ein Oeuvre, ein Lebenswerk, das beachtlich aber ist. Aber es ist Aufbruch, wie du sagst, und man kann es auch nicht ewig. Du hast es, wie du damals gesagt hast, der Austropop ist. Er riecht noch schon etwas komisch, war ich noch ein Vertreter und gesagt, nein, der Austropop lebt. Heute muss ich sagen, die jungen Bands leben, Wander, ja. Bilderbuch, ja. So, das ist klasse. Ja? Das andere ist toll, aber es wird mir niemand böse sein und die meisten sind meine Freunde, dass man sagt, die beste Zeit ist vorbei und das, was man ist, man kann sich das bei Konzerten toll anschauen. Ich habe sehr viele davon mitgefilmt, alles wunderbar. Auch heute noch, wenn Sie auf die Bühne gehen. Aber es ist lebendes Museum. So es bringt einem nicht mehr weiter. So, natürlich nicht. Und es sozusagen in den seltensten Fällen. Ja. Das wird jetzt den einen oder anderen vielleicht nicht recht sein. Für mich hat so eine Art Niedergang des Austropops begonnen, um das dann abzuschließen, ja. Das Thema. Als die Industrie, die Plattenindustrie und die bemerkt haben, das ist hitfähig, mehrheitsfähig. Mhm. Und das hat sich auf die Qualität vor allem der Texte ausgewirkt. Mhm. Ja? Also wenn ich denke, was der Heller gemacht hat, wenn ich das in einem Atemzug gesagt habe, was ich gemacht habe am Anfang, was verschiedene Leute gemacht haben, das ist dann alles das in... Das hatte höhere Qualität. Nein, das war Poesie, das war Austropop, das war inhaltlich und formal unverwechselbar und toll. Und je mehr es dann in den Schlager gekommen ist, entschuldige, dass ich sage, es ist zwar nicht von mir die Nummer, aber zwickt's mich und so. Das ging dann so nicht ins Volkstum, ein bisschen schlagerhaft hinein. Da habt ihr dann gesehen, das ist hitfähig, das ist mehrheitsfähig, da investieren wir. Wenn ich da in der Zeit an der Kummer war, der gesagt, ich habe in Hofe gesagt, putzen Sie ihn. Das Lied hat kein Refrain, wie der Direktor B. seinerzeit bei der IMI gesagt hat, das können wir nicht brauchen, es hat kein Refrain. Ja. Und dann, ich glaube ein Jahr, zwei später gesagt hat, der möchte sich heute noch in den Arsch beißen. Aber das ist egal. Nein, aber trotzdem noch zu sagen, die Wechselwirkung zwischen Ö3 und Hofer war natürlich, Hofer hat Ö3 bekannt gemacht, Ö3 hat Hofer zum Hit gemacht. Ja. Und das hat Rostitsch schon gekillt, so sehr du ihn verstehst und so sehr jetzt vielleicht als Operndirektor im Augenzwick zwar. Da war der Rostitsch überhaupt nicht Ding. Der wollte doch jetzt, weiß Gott, wann kommen. Da war der Klausnitzer, war da noch. Nein, ich meine, so sehr er dann das abgedreht hat. Ach so, sehr hat der Sender. Nein, sozusagen, der Sender hat unter Klausnitzer und so weiter hat man begriffen. Ja. Und verstanden und gelebt, dass der Sender und diese österreichischen Künstler einander gegenseitig hoch befruchten und gut tun. Ja, ja. Und dann kam eben dieses Format, wissen wir jetzt. Ich meine, du bist ja deswegen auch eine Legende, eine große, eine Kabarett-Legende, eine österreichische Austropop-Legende, weil du ja über 2 Millionen Tonträger verkauft hast. Ja, mit eigenem Gestammel. Nein, jetzt wollte ich dich fragen, hast du die alle selber in einem Geschäft verkauft? Oder hast du sie selber 2 Millionen verkauft? Oder haben andere mitgeholfen beim Verkauf? Nein, das ist so. Also, das sind nur die Lieder mit eigenem Gestammel. Also nicht, was ich für andere geschrieben habe. Du meinst, die du selber gesungen hast?
gesungen hast. Ja, gesungen kann man nicht sagen, also aufgesagt habe. Schon, ja. Also als Interpret. Als Interpret, das ist gut. Und da war allein der Kodo, hat da mittlerweile locker 1,5 Millionen verkauft. Die damals LP und heute CD hat damals schon über 600.000 verkauft. Und dann kam noch Sinzi Single, das hat 140.000 und dann immer weil ich gewinne. Was mir übrigens bis heute noch gut gefällt, ist, na gut, ja, damit. Ja, das war auch Nummer 1, das hat auch gut verkauft. Mach eine Matratze um und geht. Ja, also das denke ich mir oft. Das war Nummer 1, ja, und die haben das, und in Summe mit 2 Millionen Tonträger verkauft. Ja. Und das ist immerhin also was. Also nicht in einem Plattengeschäft, sondern nein, als Künstler. Also wie ich bewundere dich jetzt noch mehr. Wie Plattenverkäufer war, wie mehr verkauft. Aber die waren nicht von dir. Die waren nicht von mir. War nie Plattenverkäufer. Ja, naja, in diesem Zusammenhang muss ich natürlich schon erwähnen, dass ich schon finde, dass du hin und wieder ein bisschen eifersüchtig auf mich bist. Grundsätzlich. Nein, du bist drin, grundsätzlich, weil ich dich natürlich als Sexsymbol in Österreich abgelöst das habe. Stimmt. Ja, ja? Das stimmt, das stimmt. Also ich meine, damals mit Döf und Kodo und so weiter und auch noch der im Hintergrund der tolle Ambros-Texter, es lebe der Zentralfeld, ja. Da warst du natürlich ein Schwarm der Frauen, ja. Ist stadtbekannt. Ja. Ja? Und wie kommst du mit dem zurecht? Wie kannst du damit leben? Ich habe den Fehler gemacht, wie ich schon eingangs gesagt habe, dich zu empfehlen für die Watzmann-Inszenierung, für die sogenannte Nein-Inszenierung. Und seit der Zeit hast du mir den Rang abgelaufen. Ja, nicht? Ja. Ich sehe, wie Frauen hinter dir herhecheln und fast keine Luft kriegen. Und da frage ich, entschuldigen Sie, haben Sie Asthma? Nein, der tolle Schall ist gerade vorbei. Ich kriege keine Luft, ich bin enthusiasmiert, wenn man sagt. Aber weil du den Watzmann erwähnst, da haben wir bei der Seebühne irgendwo in Bayern ja? wochenlang geprobt. Ja, auch. Und ja. Ich habe in einem Bauernhof gelebt, weil ich geglaubt habe, das ist cool, ja. Mit der Mutter meiner Kinder und ja. allen 5 Kindern, also den 3 von mir. Ihre und ja. Ja. Und es hat aber eine Dusche gehabt, wo man gebückt sich duschen musste, ja. So ein Dachding. Und, ich habe zuerst geglaubt, weißt du, ein Monat und Bauernhof und mit Kindern und so romantisch, wie der Städter sich das deppert vorstellt. Einerseits, aber die Probenarbeit, das war schon interessant. Es war und erinnere dich. Sehr lustig, ja, und sehr produktiv. Du hast mich sogar gelobt hin und wieder. Ich habe dich immer wieder gelobt. Schon nein. Alleine, weil wenn man dich nicht lobt, hat man nur Schwierigkeiten, weil du dann so unangenehm bist. Ja. Aber kannst du dich nur erinnern, es war nicht die Premiere, aber eine der ersten Vorstellungen auf dieser Seebühne am Chiemsee war das. Chiemsee, korrekt. Wo ein derartiges. Es war die Premiere. Ich wollte gerade drauf es kommen. Es hat aber nicht geregnet, nein. Sondern gedonnert, geblitzt. Aber gewackelt haben die. Der Wind ist gegangen, ja. Wäre da empfindlich gewesen, weil ich war sehr nein, es war die Premiere, ich weiß es noch. Furchtbar. Ihr wart ja auf der Bühne und ich war hinter der Bühne. Ja, und es ja. kamen die Wetterberichte, ja. dass genau zur Zeit, wo es losgeht, ja. ein wahnsinniges Unwetter über diese Gegend kommt. Aber es hat nicht geregnet. Nein, so aber es haben die Kulissen gewackelt. Wir sind auf den Hochstand. Gestanden, ja. Der Felbel und ich. Und ja. Da hörst du das Donner. Brrr, das war kein Sound. Der Hochstadt hat gewagelt, ich habe wieder Angst zu tun bekommen. Ja, ich war damals schon älter. Ja, das stimmt. Und es waren dann auch die Kritik in der Abendzeitung München und so weiter, eben sozusagen, wie toll das Stück war, aber wie das knapp an der Katastrophe vorbei ja, und so ja. weiter. Und wie gut es gepasst hat. Ja, ja. Ja. Das haben wir nicht bestellen können. Das kann mich nicht erinnern. Das war, ja. Da bin ich auf den Hofstand, du weißt, ja. Nein, natürlich, oben am Hofstand, auf. Die berühmte Szene mit der. Ja. Aber auch sozusagen, ich bin ja damals impertinent, unangenehm aufgefallen, weil man hat den ich glaube, vor allem Christoph Felbe, du bist ja ein hervorragender Profi. Ich weiß, warum du unangenehm bist, weil du ein Mindestmaß an Disziplin richtig, eingefordert hast. Richtig, und ich bin ja noch gefahren. Ich habe mir immer wieder angeschaut, auf Vorführungen, teilweise unangekündigt, und bin dann Backstage gegangen und habe gesagt, so geht das nicht. Und vor allem der Felbe hat utriert die ganze Zeit. Weißt ja, das macht er auch nicht mehr. Nein, aber weißt du... Aber damals... Und ich habe immer gesagt, ja. Die Dramaturgie ist kein Strudeltag. Du ja, kannst ja, das auseinanderzahlen. Ja, ja. War noch viel strenger. Heute war es mal durch. Hatte der Faible die Neigung zum Extempore. Das ist richtig. Und jetzt hat er was gesagt und hat geglaubt, dass haben die Leute gelacht? Nein, ja, wenn sie gelacht haben, hab ich gesagt, gut, lass drin, ist gut. Aber er hat von 10, haben sie 9 Mal nicht gelacht. Ich habe gesagt, lass es weg, es ist nicht lustig. Niemand will. Er hat es gemacht.
Nein, aber was mich aufgeregt hat, ist, er hat einen Gag angebracht, die Leute haben gelacht, dann hat er noch einmal gemacht, die Leute haben schwächer gelacht, dann hat er ein drittes Mal gemacht. Ja, ja. Er sagt, bleibst bei einmal, zack, Wurf, nächstes. Ja, das ist die sogenannte, wie heißt denn dieser unsägliche Comedian da, dieser Mario Barth, ja, der so lang eine Pointe macht, bis endlich, weil er, also ich sehe das immer so, der so lange auf einer Totenkur umeinander hupft, bis mit Verlaub der letzte Schatz draußen ist. Das ist aber eine gute Brücke jetzt, weil ich wollte drauf kommen, dass du ja in den letzten Dekaden ja auch ein unheimlich erfolgreicher Kabarettist bist, dich sozusagen auf die Bühne. Naja, du warst ja immer humorvoller Ding, aber jetzt hast du das auch wirklich über Jahrzehnte dich da etabliert. Und ich hatte ja auch das Privileg, dieses wirklich bahnbrechende Werk, Ansichten eines Klons, ja, mit Josef Prokopetz, nicht nur aufzuzeichnen, das war ja meine normale Aufgabe immer wieder, sondern ich durfte auch die Bühneninszenierung machen. Das war kurz nach dem Watzmann, den du dich erinnerst. Ja. Wir haben damals immer bei dir die Watzmann-Songs, Texte gemeinsam aufgrund geschrieben. Auf einer Regie-Meriten beim Watzmann gesagt, warum soll der Dolle Schall nicht auch einmal ein Kabarettprogramm inszenieren? Das wäre einmal was anderes, wenn einer von woanders kommt. Und so war es auch. Und das war ja deine Idee, was mich vor allem sehr damals fasziniert hat. Du hast damals mehrere Rollen gespielt. Von einer Frau bis zu einem angesoffenen Steirer. Angesoffenen Steirer und so weiter. Und das Stilmittel war, dass du immer der Gleiche warst. Du hast dich nicht in Frauenkleidern, sondern du hattest immer ein rotes Utensil. Ja. Das war deine Idee. Ah, das war meine, ich glaube, das war deine. Das dann gezeigt hat, also du warst einmal Fernsehintendant, du hast dann einen roten Laptop gehabt. Vielleicht habe ich eine rote Brille. Oder rote Brille. Roten Laptop habe ich gesagt, bei dem Herrn in den besten Jahren. Okay, aber du hast bei der Frau nur eine rote Handtasche gehabt. Ja, und rote Clips und rote Schuhe. Ja, aber keine Frauenkleider. Nein. Das war das Gute daran. Ja. Und du musstest jetzt immer hinten die umziehen. Ja. Also das hast du, ich schmier dir jetzt Honig ums Maul, aber das war wirklich klasse, wie übrigens viele deiner Kabarettprogramme. Und wenn wir schon dabei sind, man sagt in Amerika, wo ich ja hauptsächlich lebe, pluggen, also das zu erwähnen. Du bist ja als Buchautor äußerst erfolgreich und schreibst ein tolles Buch nach dem anderen. Das stimmt nicht, dass ich äußerst erfolgreich bin. Schau, siehst du, er lügt nicht auf der... Ich wollte dich jetzt testen. Nein, aber du schreibst tolle Bücher. Ja? Ich hoffe es. Josi Prokopetz, so weit, so komisch. Ein Leben unter Österreichern. Ja? Glücklicherweise keine Biografie. Das ist das erste von drei Büchern, die bei Amaldea erschienen sind. Das zweite, vorletzte Worte habe ich nicht gefunden. Ja. Das ist das letzte. Alltag ist nicht ein Tag im All. Josi Alltag ist nicht ein Tag im All. Bekenntnisse eines Querulanten. Es ist so, dass es, also wenn man jetzt vom Buchschreiben hergeht, in Österreich. Aber wie kam es zu dem Querulanten und zu dem Alltag? Weil die Geschichten, die drin sind, ich werde das Buch dir dann da lassen. Kannst dann lesen. Das habe ich ja. Das ja, nicht, nicht drum, aber das lasse ich dir dann da. Kannst mit einer Widmung bitte. Wenn du das wünschst. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Das ist, wie gesagt, die Geschichten, die drin sind, sind alle leicht querulierend, weil sie gegen den Mainstream sind, also was die Leute so denken, wie zum Beispiel, da muss man halt positiv denken. Es wird alles als Scharlatanerie und Realitätsverweigerung enttarnt. Enttarnt, weil in Wahrheit ist es nichts anderes. Ne? Also was da Bücher geschrieben werden von diesem Murphy beispielsweise, die Macht ihres Unterbewusstseins, heute ich persönlich alles für Unsinn. Ja, also, da steht zum Beispiel in dem Alltagsbuch steht drin über Positivdenken. So steht drin. Wie soll man sich zum Beispiel heftigen Nagelpilzbefall am rechten großen Zeh schön denken? Ne? Das soll ich mir da denken, jö, der Linke hat nichts, also ein Breit. Ich war nicht einmal so lange her im Salzkammergut. In einem Gasthaus, man möchte fast sagen, ein Restaurant. Und esse. Eine Kleinigkeit, man soll sich ja zurückhalten beim Essen, wenn man älter wird und die Bequemlichkeit langsam über die Mode triumphiert. Und man sich nach dem Schuh zubinden ein bisschen hinlegen müsste. Mein Gott.
was habe ich schon gegessen? Mein Gott, ein Rostbraten mit einem ganz dünnen Fettrandl und so Bandnudeln und Grießnuckelsuppen vorher und nachher. So eins von diesen Biskuit, wenn Sie kennen, diese kleinen Biskuit. Mit so einem, wie sagt man, flüssigen Schokolade drinnen, so dickflüssig. So, weißt du, die, wenn man so reinsticht, so rausfließt, ja. Also nicht weiß Gott was. Ja, wissen Sie, weil meine Frau oft sagt, ja, wie du schlanker warst, sind wir uns näher gekommen. Na, sind Sie mir nicht bett, das ist doch eine Gemeinheit. Nicht? Naja, wie gesagt, ich sitze da in dem Gasthaus, das bei neuem Restaurant war, und trinke eine Melange. Kommt ein junges Mädel, Kellnerinnenlehrling, zweites, drittes Lehrjahr, und fragt, so wie es in der gehobenen Gastronomie ja jetzt schon eine ganze Weile gang und gäbe ist, fragt sie mich, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Sag ich, nein, mein Blutdruck ist zu hoch, mein Cholesterin ist grenzwertig, ich neige zum Rundrücken, habe in fast jeder Lebenslage Kreuzweh und krieg graue Haare, weil ich mich so über meine Falten ärgere. Überhaupt bin ich draufgekommen, dass meine Existenz vollständig sinnlos ist. Sagt das blöde Mensch, muss man schon sagen, Entschuldigung. Sagt die drauf, darf es sonst noch etwas sein? Das sagt man nicht. Also es ist ein sich selbst in den Sack lügen. Und nachdem das alles so ein bisschen, wobei heute, wenn man sagt, ist quer, querrolliert, dann hat das einen Imagewandel erfahren, nicht? Weil heute sind die Querdenker eher voll unter Kopfschießler, ne? Genau. Aber Ich habe mich früher noch gerne als Querdenker bezeichnet, das kann man heute nicht machen, weil Querdenker sind rechtsradikale oder sonst verwirrte Menschen. Ja, verwirrt. Ich habe, ich war in Amerika, wie du weißt, jetzt über 20 Jahre, aber ein ganzes Jahr jetzt durchgehend, und da liebt man ja Österreich am meisten. Also ich bin draufgekommen, meine Liebe zu Österreich ist am stärksten, wenn ich nicht in Österreich bin. Das kann ich das verstehen. Nein, weil da ist die Pandemie und anfangen zu sagen, seht meine tollen Österreicher, die super, die das machen und so weiter. Und da habe ich irgendwie das geprägt, das ist ein bisschen unhöflich und ich meine es auch nicht böse, aber ich habe gesagt, 80% der Amerikaner sind Vollidioten. Ich wiederhole, Vollidioten. Das unterschreibe ich dir. Ja, das nein, ist aber, von ist den aber Rest, nicht, nicht nur in Amerika so. Das war's mir jetzt. Das ist eine weltweite Du zerstörst mir meine Pointe. Jetzt habe ich einmal was, was vielleicht lustig war und schon kommt, was der Brokkopf. Meine Damen und Herren, es tut mir sehr leid. Ja, ich werde das nie wieder machen. Ja, nein, 80%, so, von den restlichen 20 sind 19% wirkliche Rassisten, und zwar Nazi-Rassisten. Und das restliche 1% sind die paar netten Amerikaner, die in 20 Jahren kennengelernt haben, die weder Vollidioten noch Rassisten sind. Ja, und dann kam ich nach Österreich und mein neuer Spruch ist, die Dummheit ist kein amerikanisches Privileg. Gebe ich dir vollkommen recht. Ich sage, darf ich auch einen meiner Karl Lauer. Ich glaube gar nicht, dass es ein Kalauer ist. Es ist einer meiner Glaubenssätze, ja, wenn ich das sagen darf. Religionen und die Dummheit sind die perfidesten Waffen des Teufels. Meiner Meinung nach. Das ist richtig. Wobei Religionen falsch ist, man muss sagen, Konfessionen und die Dummheit, das sind die perfidesten Waffen des Teufels. Und wenn du dir jetzt überlegst, wenn wir gerade beim Thema sind, welche zum Beispiel Bedeutungswandlung oder semantische Veränderung der Begriff Spaziergang bekommen hat. Früher war der Spaziergang in Biedermeier, der Romantik, das war was Kontemplatives, da ist man rausgegangen, spazieren gegangen durch die Natur. Heute geht man, bezeichnet man einen vollkommen unkontrollierten, intellektuell unbeschenkten, wie sagt man, Auflauf, den man dann Demo nennt, aber weil Demo nicht erlaubt ist, nennt man es Spaziergang.
Das ist eine Bedeutungswandlung, es hat Verschiedenes eine Bedeutungswandlung bekommen, wie zum Beispiel auch Querdenken, es war vorher durch was Positives. Ja, Frank Zappa war für mich ein Querdenker in den 1970er des vorigen Jahrhunderts, weil er sozusagen Dinge in Frage gestellt hat, auf einer sehr intellektuellen, gescheiten, vielleicht angreifbaren, vielleicht provokativen, aber nicht dummen Art. Ja. Und mit einem gewissen Hintergrund und mit einem gewissen Niveau. Und einem Niveau jetzt nicht als Elite, das wird uns ja auch vorgeworfen. Ja? Wir reden immer von Niveau, wenn wir die Elite sind. Naja, es ist ja... Das lasse ich da überhaupt nicht, mit der ganzen Elite. Ja, ja. Scheißdreck, Entschuldigung. Ja. Das ist doch... Es gibt doch so eine... Ich werde jetzt eine Kolumne schreiben in den nächsten Tagen für... Für eine andere Zeitung? Ja, für eine Gratiszeitung. Also, ja, wo ich diagnostiziere, welche Vokabeln in Schriften oder verbalen Vorträgen von Leuten sind, die ich Empörungsfachkräfte nenne. Ja? Die, also das Empörungsfach sind Leute mit vorauseilendem Entrüstungsreflex. Und da gibt es zum Beispiel, jetzt nicht nach ihrer Wichtigkeit geordnet, Zweiklassengesellschaft, soziale Kälte, herzlos und so weiter. Es gibt viele, vor allem wenn es nicht einfällt. Scheiße, nicht? Ja, macht ja nichts. Ich habe mir ganz viel schon aufgeschrieben, was es da gibt. Wenn man eins einfällt. Das ist ja doch ein Alter, wo man vergisst. Ne? Ja. Ältere Professor, ich bin jetzt ein jüngerer Professor. Soziale Kälte, was haben Sie noch immer? Ja. Nein, was willst du sagen? Das sind so die Vokabeln, die in so Empörungspamphleten vorkommen und die auch zum Beispiel auf diesen Spaziergängen verwendet werden, wenn man zum Beispiel sieht, wie jemand interviewt wird, aber vor kurzem einer der letzten, glaube ich, sogar verbotenen Spaziergänge. Mittlerweile, du sprichst von Demonstrationen von Corona-Leugnern. Ja. Nennen wir es beim Namen. Nein, von Leuten, die sagen, das gibt es eigentlich gar nicht. Nicht einmal implizit, sondern explizit im Spaziergang enthalten. Aber von dem spreche ich, um es beim Namen zu nennen. Ja. Die ist dort gestanden und hat gesagt, sie findet es, und wenn du das aus dem Zusammenhang reißt, ist es durchaus zu vertreten, weil sie hat gesagt, und die hat auch nicht ausgeschaut, wie wenn sie gerade ein Loch in den Kopf geschossen, nicht so groß wie der Tauerntunnel, nicht? Wie man gern sagt, in gewissen Kreisen. Die hat gesagt, ja, es ist ja nicht recht, dass kaum weicht man von der Meinung des Mainstreams ab, dass man da in eine Ecke gestellt wird und so weiter. Und hat die Meinungsfreiheit, auch übrigens so ein Gedanken, so ein Bedeutungswandel meiner Meinung nach, bekommen. Und das würdest du, wenn das nicht in dem Zusammenhang ist, wenn du nicht wüsstest, ihre Meinung ist, Corona gibt's nicht, sinkt. Freiheit, Masken tragen ist Freiheitsentzug. Impfen ist Körperverletzung. Ja. Und was weiß ich, und singet, lachet und umarmet euch, lebet, wie es, lasst euch nicht einsperren. Am besten in der Kirche, natürlich. Und da geht dann eine mit einer Maske, so wie der Tatarot ist ja schön geschrieben, der Nasendodel, in dem Fall eine Dodelin, hat die Masken da unten und da drauf steht Diktatur. Ja. Und ich habe mir gedacht, wenn das jetzt ein Kriterium für Diktatur ist, stell dir vor, du magst das, du warst in einer Diktatur. Beim Hitler. Von mir aus beim Hitler. Oder Saddam Hussein. Oder Franco. Ist sogar, wie hat der geheißen, der Dollfuss. Völlig wohl, in einer Diktatur. Ja. Und du hättest es schreiben, dass du Diktatur bist, kassiert, bist weg. Du weißt ja nicht, was er kassiert. Dann geht es mit dem sechszackigen Stern, mit dem man kann, David, geht und schreibt drauf, ungeimpft. So. Ja. Und stellen das in eine Relation, das ist doch unzulässig. Nicht? Und da es muss ist unzulässig sagen, und es ist zum Teil auch gefährlich und es ist beunruhigend. Das ist auch keine Meinung, das ist Blödsinn. Aus. Ja. Und es ist gefährlich. Es ist letztlich gefährlich, weil es so viele gibt, die sagen, ja, eigentlich ist das so, Aber schau, ich habe das öfter jetzt auch gesehen, vor allem auch in Amerika, wo sie dann sagen, Freedom of Speech. Ja? Sozusagen, wie weit darf man die Freiheit, dass man alles sagen darf? Ja? Und ein berühmter Philosoph, du wirst vermutlich nicht wissen, wer er ist, weil du bist nicht so belesen,
hat einmal gesagt... Wer? Lass mich doch langsam. Hat einmal gesagt über den seinerzeitigen österreichischen FPÖ-Chef Haider, er lügt mit der Wahrheit. Womit man meint, er gibt den Finger... Ja, ich verstehe, was du meinst. Nein, ich will es nur für die Zuseher erklären. Er gibt den Finger in etwas, was richtig ein Problem ist, aber er dreht es dann, genau das, was du jetzt gesagt hast, in einer Art und Sinn entfremdet in eine Richtung, wie Ausländerfeindlichkeit gegen Flüchtlinge, gegen Humanität etc., die möglicherweise etwas bedenklich, um es mal vorsichtig auszudrücken, ist. Du weißt nicht, wer das gesagt hat? Nein. Gut, okay. Ich sage dir noch etwas, wo du weißt es auch nicht. Natürlich. Na, wer hat es gesagt? Wolf Biermann. Ah, Wolf Biermann. Ich sage immer nur Philosoph, weil ich sage Niedermann. Na ja. Ich hätte jetzt unter Philosoph anders gesucht, ich weiß, der wäre nicht im... Das war absichtlich, ich wollte dich auf die Irre führen. Wenn du sagst Liedermacher, dann wäre vielleicht... Zu einfach. Aber es ist auch das, wenn du sagst, mit der Wahrheit lügen, das ist das, was heute schwarze Rhetorik heißt. Ja, ja. Nein, aber es ist auch so, dass ich habe ja als ein Lebensprinzip, ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat, aber ein weiterer, ich bin ja nicht so belesen wie du. Du schenkst dir ein Buch. Du schenkst mir wieder Bücher. Hättest du noch ein paar Kalender, damit ich weiß, welches Jahr her ist und so. Nein, aber eine Geschichte, weil... Wie ich den, Gott hab ihn selig, Werner Schneider interviewen durfte mit Y, den begnadeten, scharfen Geist und auch einen Kabarettisten, den ich in meiner Fernsehserie mal österreichische Kabarettlegenden noch interviewen durfte und filmisch ein Denkmal setzen durfte. Der hat gesagt, der André Heller ist für ihn ein Phänomen, weil der legt sich die Latte immer wahnsinnig hoch, um dann unten durchzulaufen und allen zu erklären, dass das da das eigentliche Kunstwerk ist. Nein, um nachher zu sagen, er ist drüber gesprungen. Nein, das hat er nicht. Ich habe es verstanden, so also in die gleiche Rede. Und er hat ja mit dem Heller gearbeitet, wie meine Wenigkeit durfte auch André Heller kennenlernen, den ich übrigens nach wie vor künstlerisch sehr schätze. Ich auch. Aber da gab es auch eine Geschichte, die mich mehr beeindruckt hat, die gesagt hat, die wirklichen mutigen Künstler legen sich die Latte so hoch beim nächsten Projekt, wissend, dass sie es nicht erreichen und dass sie scheitern werden. Ja. Aber sie versuchen jedes Mal etwas besser zu scheitern. Ja, sie versuchen drüber zu springen, selbst wenn sie es oben haben, die Latte. Wie schön poetisch das war. Sehr schön. Warum hast du mir wieder dreingeredet? Na, ich mag nicht, dass du da punktest mit Poesie. Das ist dein Revier sozusagen. Na gut, bei der Popmusik kannst du aber nicht mithalten. Red über Queen. Ja? Spaß. Der Werner Schneider. Habe ich dir heute schon gesagt, dass ich dich lieb habe? Du hast mir heute ganz in der Früh ein SMS geschrieben. Ich kann es sagen. Ja. Du hast es mir nicht gesagt, du hast es mir geschrieben. Ja. Ich habe es schriftlich. Ja. Ich werde darauf zurückkommen. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Der Werner Schneider, den ich ja sehr gerne zitiere, der hat zum Beispiel zwei Sätze gesagt, die ich immer unter Quellenangabe selbstverständlich wunderbar finde und auch zitiere. Das eine ist, ein VIP ist ein Promi, den keiner kennt. Und das zweite ist, Heldenfriedhof, Fragezeichen, wo liegen die Feiglinge? Finde ich großartig. Ja. Und das finde ich, weiß nicht nur Werner Schneider, auch Karl Kraus etc. und so weiter, wunderbar, dass es in ein, zwei Sätzen möglich ist, also ein Epigramm, einen Aphorismus, was ich meine, so gescheit hinzuhauen, der das sagt, was eine Enzyklopädie nicht sagen kann. Karl Kraus, über Frauen sind doch schon Bücher geschrieben und werden noch geschrieben. Karl Kraus hat einen Satz gesagt, den ich, wie weiß ich, der Frauentag ist schon vorbei, den ich wunderbar finde. Die Frau ist die Beute, die dem Raubtier auflauert. Ihr müsst jetzt wirken lassen. Ist doch wahnsinnig. Wunderschön, ja. Da brauchst du gar nichts mehr dazu schreiben. Ja? Meiner Meinung nach. Wunderbar. Nein, ich würde mir nie trauen, zu dir zu widersprechen. Das weißt du, du bist viel länger Professor. Das ist nicht wahr. Er tut immer nachreden. Ja. Oft. Sie haben die Kamera, die dich hat, ist hier. Das ist signifikanter. Ja, gut, okay. Wie bitte? Ich wollte nur ein kleiner Hinweis. Aber
Ich finde ja prinzipiell, und das meine ich jetzt ernst, auch wenn wir so immer so wieder dazwischen blödeln, dass Frauen und Männer zwei völlig getrennte Spezies sind. Ja? Letztlich, ja. Ja, und ich schreibe ewig an dem Buch, sie hat immer recht und er ist immer schuld. Ja. Grundlagen der modernen Zweierbeziehung. Ja. Ja? Und wie ich das immer gesagt habe, sagen immer die Frauen, ja, eh klar. Und die Männer sagen, ja, so habe ich mich auch arrangiert mit meiner Frau. Es gibt eine ganz lustige Überlegung. Es gibt, wenn sich Mann und Frau vereinigen, nicht? Also wie man sagt... Intellektuell. Nein, physisch. Wenn man sich was ist physisch? Wenn Mann und Frau, also ein Wesen mit zwei Rücken werden, wie man manchmal sagt, ja, es ist trotzdem, obwohl sie ein Wesen mit zwei Rücken sind, also ein Wesen, grundverschiedene Dinge. Jetzt stell dir vor, in den schönsten Momenten des Liebemachens, wenn also der Orgasmus kommt, ja, und nehmen wir mal an, er kommt beidseitig, ja, dann macht die Frau ein Gesicht, wo man sagt, das ist das Wunderschönste. Und Töne, die sind herrlich. Die gehen sogar bis ins Religiöse, weil sie vielleicht, oh mein Gott, sagen oder sowas. Wenn du dann quasi den Gegenschnitt machst und den Mann, der macht dann da brauchst du gar nicht mehr weiterreden, die gehen nicht zusammen. Ja, Frauen sind die höheren Wesen. Bin ich übrigens ganz deiner Meinung. Nein. Weitaus graziler, weitaus feiner, obwohl es gibt auch schreckliche auch praktischer Frauen. Praktischer denkend. Ja, auch. Und das ist jetzt vielleicht, ich meine, weil wir da so wir wechseln zwischen Blödeln und ernsten Dingen, dass man... Ich hoffe, man kann es dann auseinanderhalten. Na, ich weiß schon gar nicht mehr. Nein, aber zum Beispiel, schau, ich habe immer gefunden... Das ist eine, vielleicht hat das auch schon jemand vor mir gemeint. Es ist kein Zufall, dass Hitler ein Mann war. Ja. Weil eine Frau hätte das nicht zusammengebracht. Ja. Warum? Die Frauen schenken das Leben, die Frauen gebären, ja. Ja, und haben daher, außer man ist ein sehr aktiver Vater, das geht auch. Ich habe mich zum Beispiel bemüht, das zu sein, aber trotzdem nie so wie eine Frau, die einem Kind das Leben schenkt. Der Beitrag vom Mann bei der Zeugung ist ja relativ bescheiden, wenn man das einmal so aufteilt. Die Frau hat ja viel mehr durch die vielen Monate. Vor allem beim Gebären, richtig. Nicht die Zeugung. Aber sozusagen, wenn man Leben schenkt, fällt es einem auch schwerer, es zu nehmen. Das war meine Überlegung. Ja, bin ich ja? Ganz deiner Meinung. Sozusagen, und daher, es gibt ja, gab ja auch das Matriarchat nach wie vor in bestimmten Völkern, das hat ja sehr gut funktioniert, wo die Frauen die Chefinnen waren. Ja. Ich gehe zum Beispiel lieber zu Ärztinnen als zu Ärzten. Aha. Was hat das jetzt mit Chefin zu tun? Ja, weil wenn du zu einer Ärztin gehst, ist das meine Chefin, weil die mehr weiß als ich. Ja, das ist aber nichts Besonderes, oder? Nein, aber die sagt mir dann, indem sie mir nicht jetzt als Chefin im Wort... Ich weiß schon, was du meinst, ich versuche zu veräppeln. Die sagt mir dann, tun Sie das, tun Sie jenes und Sie nehmen jetzt das. Das ist doch... Muss ja nicht ex cathedra sein, aber also ich gehe lieber zu Ärztinnen als zu Ärzten. Was gibt es sonst in der Vergangenheit sozusagen? Es ist für die Leute, die zuschauen vielleicht, aber wenn wir über Döf gesprochen haben, da hattest du damals einen Partner, schon lang her, sozusagen, ja, ihr habt eine Zeit lang auch zusammen gewohnt, aber das ist dann halt, eine Zeit lang war das eine kreative Geschichte. Eine Zeit lang war das eine sehr kreative Geschichte. Und dann ist es halt auseinandergegangen. Und mit einsetzendem Erfolg. Hat sich herausgestellt, dass der Partner und ich charakterlich nicht kompatibel sind. Das war der Manfred O-Tauchen. O-Tauchen. Ja, genau. Auch Co-Autor des Watzmann, und er war ja auch, also eine Zeit lang, ich habe es ja alles immer gefilmt, war der Tauchen dabei, aber du nicht? Nein, als Darsteller. Der Tauchen war der Bauer und ich war der Bauer. Ganz am Anfang. Und dann gab es eine Tournee und da habe ich gesagt, ist mich gefragt, ob ich da wieder mitspiele. Ich habe gesagt, mit dem gehe ich nicht einmal mehr auf ein Pissoir. Und dann. ist der Felbel gekommen und dann also Felbel, entschuldige, war ich ein bisschen beteiligt. Das weiß ich da nicht. Und eine Tournee später... Im Keller meiner Produktionsfirma haben wir gecastet. Und eine große, wirklich große Watzmann-Tournee, so mit 90 Vorstellungen oder an die 100 fast, haben dann alle gesagt, ja, gern wieder, aber nicht mit ihm. Mhm. Und dann sind sie zu mir gekommen, ob ich wieder spielen will. Weil ich habe gesagt, ich spiele damals, ich spiele nicht. Dem möchte ich nicht einmal, wie gesagt. Und Und ich habe aber den Bauern gespielt und der Felbel den Burm.
dass ich am Buben. Und dann haben wir ja den Eberhardinger zur. Und dann kam der Eberhardinger. Die Idee, den Eberhardinger, die zur Geiltalerin. Geiltalerin, ja. Beste Geiltalerin, die wir je gehabt haben, muss ich sagen. Das haben wir aber, war das noch ein Fröstli oder haben das wir zwei uns ausgedacht in diesem Ding? Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, das weiß ich nicht mehr, aber. Ja. Nein, ich will keine falschen. Ich sage, der Fröstl hat ihn zumindest aufs Tapet gebracht. Ja, und wir haben dann gesagt, oder du hast gesagt, das ist eine gute Idee. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Nein, aber damit, was ich nicht mit fremden Federn schmückt. Aber ja. Aber dieses Kultstück Watzmann, das ist ja entstanden, da habt ihr sozusagen eine Zeit lang, so wie die Bauern sozusagen, kannst du das noch ein bisschen erinnern? Was war man? Das war nach dem Hof, da war ich vielleicht 23 Jahre. Und da hat sich's eingebürgert, so wie man heute sieht. Ausschlaggebend war, wir sahen eine Lesung um die Weihnachtszeit herum im Fernsehen von Karl Heinrich Waggerl. Oder war es Peter Rossegger? Ich weiß, irgend so einen hochverdiente Autor. Aber das war alles so, ja, oder, nein, Blödsinn, stimmt ja gar nicht. Das war was anderes, jetzt fällt es mir ein. Wir haben gehört, eine Langspielplatte mit dem Stück Die Erde von Schönherr. Oh. Mit dem in Vornamen heißt, weiß ich nicht mehr. Ja. Nicht Karl, ich weiß es nicht. Mitchell. Und da kamen diese Sachen vor. Da kam vor, Horax Dax kam da vor. Da kommt der alte Bauer vor, der sagt, ich bin noch nicht schlafrig. Aber alles mit Ernst, damit furchtbar. Und das war, weil es ernst gemeint war, so lustig für uns. Nicht? Der Bauer wollte in den Hof, der Bauer wollte nicht gehen, der mag, was weiß ich, ja, diese ganzen Verstrickungen da vom Bahnhof. Und diese Sprache haben wir übernommen. Nur ging es dann dadurch, aus irgendwelchen Gründen, um den Berg, man weiß nicht warum. Einmal kam der Watzmann, du gehst nicht auf für den Berg. Und ich habe gesagt, ich will aber auf. Und so haben wir halt einfach geredet. Niemand hat das. Ihr habt euch so unterhalten, Spaß heute. Für uns, ja. Nehmen wir mal an, es war eine wirkliche Schnapsidee. Es war völlige Schnapsidee. Wo viel Schnaps auch viel flossen ist, wenn ich mich auch an Bauernschnapsturniere mit Wolfgang Ambros erinnere, wo er immer, weil er gesagt hat, bei Bauernschnaps muss man Schnaps trinken. Deswegen trinken wir ja klaren Schnaps in Wasserkäse. Vor allem, weil der Wolf von meinem Bauernschnaps ein generöser Verlierer. Du, das waren legendäre Abende. Der ist ausgezuckt von der Verlust. Ich kann mich erinnern, es gab legendäre Schnaps unten bei ihm in Pressbaum. In der Idealbesetzung der Wilfried. Der Wolfgang, meine Wenigkeit, ich bin immer zu spät gekommen aus Wien, und der vierte war immer eine andere Besetzung, einmal ein Werbefilm, manchmal auch der Tanzer und so weiter. Ja. Und dann haben die, ich war eigentlich immer froh, wenn ich mit dem Ambros gespielt habe, weil dann bin ich auf jeden Fall außer Obligo gewesen, weil entweder haben wir gemeinsam gewonnen oder gemeinsam verloren. Ja. Na, aber verloren war sicher du schuld. Naja, das kann auch sein, ja. Aber da haben einmal der Wilfried und der Wolfgang so gestritten und haben, also das war mit viel Alkohol und so weiter, dass ich geglaubt habe, die bringen sich jetzt um. Ja. Ja? Und dann sind sie ausgegangen und am nächsten Tag ganz wieder die besten Freunde. Ja, ja. Nein, ich habe mit Wolfgang, mit dem Heinz Kimboldner von Weidring. Aus Weidring, ja. Er, ich und ich waren drei und noch einer, das weiß ich nicht mehr, immer wieder geschnapst in Weidring. Ja. Ich glaube, der Kefeder war da sogar dabei. Musikverleger. Musikverleger. Und da war der Wolf aber ganz, ganz schlecht gelaunt, wenn er verloren hat. Ich muss ja sagen, ich habe immer wahnsinnig gern Bauern geschnapst, aber ich bin ganz schlecht. Ja? Ich habe das als junger Bub in Kärnten gelernt, mit den Karten und geliebt. Das war für mich so ein Urlaubsfeeling. Ja. Und deswegen habe ich immer gedrängt, dass wir spielen. Und ich spiele total unkonventionell. Während diese Profis, wie der Ambros oder auch der Bürgermeister Kimboldner von Leiding, die merken sie ja alles, was ist da jetzt. Und ich habe dann plötzlich das gespielt, habe aber manchmal gewonnen damit. Ich kann mal mit dem gewinnen, das darf er doch nicht spielen. Der hat ein Masel, Herrst. Ja.
Einer der schönsten Ausspiele vom Bürgermeister Kienbeutner war, wenn du mit einem blanken Zehner gespielt hast oder irgendwas. Ja? Und der ist durchgegangen, hat er gesagt, der scheißt im Schlaf. Du, Josi, gibt es noch irgendetwas, was dir am Herzen liegt, worüber du noch sprechen willst und ganz Österreich informieren willst? Ja, da möchte ich jetzt ganz Österreich informieren. Ich habe ein neues Programm geschrieben, dessen Premiere seit einem Jahr verschoben wird aus bekannten Gründen. Das hat jetzt, so Göttin will, im Frühjahr 2022 Premiere, trägt den Titel Vienna Waits for You. Vienna Waits for You. Vienna Waits for You. Ein englisches Programm. Nein, das heißt nur der Titel. Vienna Waits for You mit dem Untertitel. Hätte ich dir auch nicht empfohlen. Nein, warum soll ich das machen? Aber Vienna Waits for You, brauche ich nicht sagen, Billy Joel und so weiter. Ja. Vienna Waits mit for You. Mit dem durfte ich ja auch arbeiten. Mit dem Untertitel, ich muss im früheren Leben eine Filzlaus gewesen sein. Und da wird der Wiener und Wien aufgearbeitet, aber nicht in irgendeiner heurigen oder sonstigen Ding. Also es wird... Geschrieben hast du es? Hast du es probt auch schon? Nein. Na, wenn du wieder mal einen Regisseur brauchst. Da brauche ich keinen. Nein, ich sage das heute, das ist einfach, das ist da stehen, reden und sitzen und lesen. Das ist super. Naja, da brauche ich keinen Regisseur. Also bei aller Liebe. Bei aller Liebe. Gratis, sagt sie. Nein, ich brauche gar keinen. Das lerne ich auswendig und mag es. Ja, aber das kann man ja trotzdem. Du musst schon ein bisschen auch ja, mit der sollte Zeit. Ich in der Ratlosigkeit. Ja, ja. Rufe ich, bist du der ich rufe erste, dich in Amerika an und ich komme extra erste, eingeflogen. Ja, rufe, ja. Ich komme extra noch, wo immer du probst. Wo ich versuche herauszuarbeiten, den Unterschied zwischen Wien als Mythos und Wien als Klischee. Mhm. Wobei die Theorie kommt, die natürlich kabarettistisch und satirisch ist. Jeder, der Wiener muss nicht in Wien sein. Es hat nichts mit dem Geburtsort zu tun oder dem Ort seines Aufenthaltes. Jeder Mensch, zumindest im westlichen Abendland, gibt es ein östliches Abendland? Nein, natürlich nicht. Im Abendland könnte Wiener werden, so circa ab 55 plus. Er braucht nur pessimistisch, intolerant und immer angefressen. Grantig, was ist das Wort. Wobei grantig, das Wort Vokabel ich gar nicht mehr. Ungerecht, dem Neuen nicht aufgeschlossen. Ich bin Wiener. So. Ja, und das könnte auch ein Finne sein, der muss kein Wiener sein. Das ist meist so intellell. Nein, das ist völlig einfach. Ja, ich weiß, was in dem Moment, wo der Finne 55 plus ist, was weiß ich, intolerant ich weiß, wird, ich hab's, pessimistisch, nostalgisch. Du meinst, es hat nichts mit einem geografischen Aufenthaltsort, sondern mit einer Haltung, aber zu du tun. Hast völlig recht. Das ist eine innere Haltung, die innere jedem Haltung. Menschen passieren kann. Na, pass auf, jetzt, was ist für dich der typische Wiener? Du bist ja auch Wiener, oder? Ja. Ja, wir sind beide Wiener. Ja. Na, so wirst du mit zunehmendem Alter grundsätzlich fröhlicher? Na, ich muss da eines sagen, ich bin nach wie vor offen, aufgeschlossen. Also schau, bei mir ist es ja so. Mir ist es ja so, ich wäre ja 120 Jahre alt. Ach so, na gut, damit rechne ich. Daher bin ich jetzt in der Lebensmitte. Ja? Also ich habe noch viel vor. Aha, ja? Na, damit rechne ich ja nicht. Nein, ich habe dir gesagt, bei dir, entschuldige Josi, alles unter 100 ist eine Enttäuschung. Ja? Also bitte bemühe dich ein bisschen. Ja. So, ich weiß, du hast manchmal so Phasen, wo du sagst, aber es kommt das... Der Peter Maffay, den du sicher nicht so magst, aber nicht so gegen ihn hast, hat, mit dem ich auch gearbeitet habe, hat gesagt, bis jetzt war es die Pflicht und der ist jetzt 70 geworden. Und jetzt kommt die Kür und die Kür ist bekanntlich das Schönste. Und das ist mein Prinzip. Das halte ich für Euphemismus, aber egal. Sei nicht so pessimistisch. Nein, ich bin pessimistisch. Eines war lustig bei dem Programm, Ansichten eines Klons. Das habe ich mir ewig gemerkt, wie du genial auf der Bühne gestanden bist und gesagt hast, also ich zitiere jetzt frei Adlib, es ist nicht Entschuldigung, den Klassiker nicht wörtlich zitiere. Ich kann es auch nicht mehr auswendig. Ja, wo du gesagt hast, also das mit dem Sex und meiner Frau, naja, es wird überschätzt, seitdem es mir so gut schmeckt, ist der Sex ganz wir nicht haben ja kamen seit und so schmeckt. Ja, genau. Das habe ich mir ewig gemerkt. Nein, aber schau, ich habe mir einen Film gemacht über Wien, 1001 Bilder von Wien mit dem Hannes Rossacher. 1001 Bilder, das war. Nein. Das wäre ein großartiger Titel für irgendwas. Ja, 1001 Bilder, wie merkst du.
Nein, und das war eine Liebeserklärung an Wien, aber durchaus eine Collage mit auch kritischen Aspekten. Es haben wir gespielt worden in der Mitte des Neujahrskonzerts mit Millionen. Kann mich erinnern. Ja, das war ziemlich... Der Zilk hat das noch... Das ist ja 100 Jahre her. Genau. Ja. Und ich habe jetzt den Bürgermeister Ludwig, den ich auch zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren habe ich jemanden bei einer Wahl unterstützt und habe gesagt, ich finde es wichtig, dass in Wien ein Sozialdemokrat Bürgermeister bleibt, habe ich gesagt, wenn es irgendwann mal passt, ich würde gerne 1002 Bilder machen, 30 Jahre später, noch einmal sozusagen, hat sich ja wahnsinnig viel verändert. Also ich habe schon eine große Liebe zu dieser Stadt, wiewohl es, ich würde es nicht sagen Hassliebe, wiewohl, wie gesagt, der Ausspruch, die Dummheit ist kein amerikanisches Privileg, ist mir natürlich in Wien passiert, wenn ich beim Supermarkt bin und ich wäre aufgefallen, wenn ich sage, können Sie bitte einen Schritt zurückgehen, ja. Corona, und sagt, sollen die Goschen hauen? Sag ich, na bitte, sollen einen Schritt zurückgehen. Gegenteil, gehen Sie einen Schritt zurück. Genau, das Gegenteil. Aber schau, Wien ist schon eine klasse Stadt, ja. Und es sind auch sehr viele klasse Wiener, aber ja. Du hast natürlich recht, der typische Grantige oder sagen wir mal, wie soll ich sagen, immer unzufriedene, nörgelnde, sozusagen ja, dieses Abbild. Den es ja wirklich gibt, ja. Zugleich ein Klischee, das ja. Ist offenbar, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, eines der Aspekte deines neuen Programms. Ja, das wird aber nicht als Klischee, ich bin der Grantige wieder mit dem Hans Moser abgetan, sondern es wird quasi das, was den Mythos Wien ausmacht, meine ich, nicht? Dass er quasi wie ein Virus übertragbar ist, das ist auch ein Finne, ein Wiener ist nicht so, wie gesagt, nicht topografisch gebunden, sondern Wiener ist wie, was weiß ich, wie der Kretschmer. Georg Kretschmer seinerzeit die Typologie gemacht hat vom Sanguiniker, Choleriker und nein, was hat er gemacht? Das ist jetzt viel zu kompliziert. Hat er das gemacht oder hat er gemacht? Den Pykniker hat er gemacht, den Leptosom. Pykniker ist der, den wir... Pykniker, Leptosom und Athletiker hat er, glaube ich, gemacht. Das ist auch völlig blöd. Red nicht so viel in so Ausdrücken, nur weil du studiert hast und Professor bist. Ich habe doch gar nicht studiert. Ja, eben. Deswegen sage ich es ja. Man darf ja nicht lügen, das war ein Test. Ja, gibt es nicht mehr. Nein, du, jetzt eine wichtige Frage noch. Natürlich Thema Nummer eins, aber ich wüsste jetzt... Dazu muss ich diese Art Wiener, den ich da beschreibe, den liebe ich. Ich liebe diesen Wiener. Ich liebe nicht die... Zeig's jetzt auf mich. Die süßen Mehl und die Dinge, was dem die süßen Mehl eingefallen sind, in Goebbels. Hm. Wie hat er gesagt, die süßen Mädels. Süßen Mädels. Ja, in du Wien. Du sprichst schon undeutlich. Das macht das ja, das ist... Weil wir hier so viel Schnaps trinken. Das ist so ein Wodka. Du, die süßen Freddy Mercury, sind in Goebbels eingefallen... Und in Arthur Schnitzler vorher. Ja, weißt du, wenn du der Freddie Mercury wärst, war das jetzt nicht Wasser, sondern Wodka. Das ich bin aber nicht der Freddie Mercury. Das stimmt. Das hast du recht. Nein. Ich liege vor dem Freddie Mercury, ja. Weil er für mich der beste Sänger Business ist, meiner Meinung nach. Aber er war ein toller Performer, er war vor allem ein bohemienartiger Gesamtkünstler. Ja, ja, der war ein unheimlich gescheiter Mensch, mit dem hast du über alles unterhalten können. Singer kennen. Ja. Bist du der? Na, und er war aber auch ein toller Mensch. Das ist das. Übrigens habe ich ziehe ja nach, ich habe jetzt auch ein Buch geschrieben, in dem einen Jahr in Amerika, mein Freund Freddy, wirst du der Erste sein, der eins bekommt. Ich danke dir. Ja. Ich mit wollte, nein, bitte, das ist jetzt wahr. Wie ich in Amerika sitze, da habe ich mir ja sehr diszipliniert jeden Tag, also ich habe nicht jeden Tag ein Kapitel geschrieben, aber alle zwei, drei Tage, wenn ich es fertig habe, war ich so erfreut, ruf meinen Freund Josie Prokop jetzt an und sage, Josie, darf ich dir das Vorwort vorlesen? Sagt er, bitte nicht. Kannst du dich erinnern? Ja, ich mag bitte das nicht, hat er gesagt. Ich war so stolz, dass ich ein tolles Vorwort habe. Ich was vorliest. Naja, aber ich habe gesagt, ich werde es lesen, ich werde es lesen. Nein, ja, aber das ist Das kommt dann immer so vorne. Also, ich habe, das ist dann leidenschaftslos. Und wenn ich lese, ist leidenschaftslos? Ja, auch wenn du liest. Am Telefon kann man nicht leidenschaftlich was vorlesen. Wir könnten ja auch skypen oder zoomen. Das können wir probieren, ja. Also gut, skype nicht an, bitte, lese wenn du es mir willst, vor. Aber du schenkst es mir ja eh, dann kann ich es ja lesen. Dann sollst die Millionen zuerst lesen und irgendwann schmeiße ich dir dann auch ein Buch nach, wenn es ein Bestseller ist. Ja, so nimm das. Ja, der Krass, dass sie es nicht lesen wollen. Ja? Erst, bist du der Prokop? Ja, da hat das Bier. Aber bitte nicht die schöne Deko, ja, kaputt machen. Du, ich bin ja hergekommen
nach einem Jahr Amerika, natürlich, irgendwie habe ich es, glaube ich, falsch gemacht. Ich bin nach Amerika geflogen, ein Jahr, wo Amerika eines der Epizentren der Pandemie war und wo es am Anfang in Österreich super war mit Ding. Und dann bin ich zurückgekommen und jetzt ist sozusagen, jetzt sind da drüben meine Freunde in Miami und Los Angeles dann alle schon geimpft und 50. Ja. Und war schon die zweite Impfung. Gabi Bacher, wirst du vielleicht noch wissen, die Tochter vom ehemaligen ORF-Chef, ist jünger als ich und in L.A. bereits zweimal geimpft. Ja. Und jetzt sitze ich in Wien. Egal, aber ich liebe ja Österreich. Tu Felix Austria, wie man sagen. Aber Pandemie hat natürlich auch Einfluss auf dein Geschäft, also sprich auf deinen Beruf, Verzeihung, Auftritte. Mein Beruf und vor allem aufs Geld, ich sage es, wie es ist. Ja, natürlich. Ich habe heute keinen Cent bekommen von den Herrn Kostes, was es wolle. Ja, ich auch nicht. Ja, sozusagen nicht. Aber ich hätte ja eine Empfehlung gehabt, damals schon, und ich habe das schon im März letzten Jahres gepostet. Bist du Social Media ein bisschen aktiv? Machst du was? Ich tue ja. So alle Instagram, Facebook, was Innsbruck, machst du? Innsbruck, 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 okay, das kenne ich noch nicht. Instagram mache ich nicht. Nein, ja. Ich bin auf Facebook und Twitter so mittel zugange. Ja. Naja, meine Söhne haben mich sozusagen auf Trab gebracht. Also 14 und 17. Meine Frau ist auf Instagram. Ja. Schaut aber nur, die macht nichts. Auf jeden Fall habe ich das schon gepostet letzten März. Ich hätte damals empfohlen, in ein Wörterbuch zu schauen, was ist eine Pandemie? Ja. Dann hätte man festgestellt im März letzten Jahres, dass es im Sommer nicht aussehen kann. Ja. Dann hätte ich empfohlen, in ein, also in ein Geschichtsbuch zu schauen, was war denn die letzte Pandemie? Wir haben darauf gekommen, spanische Grippe, da gab es eine zweite Welle und da sind viel mehr Leute gestorben als die erste. Ja, ja. Ich mache das jetzt auf lustig, aber es ist überhaupt nicht lustig, weil Leute sterben. Völlig recht. Und etc. Und ich persönlich finde, man hätte von Anfang an nicht nur Virologen, sondern auch Psychologen, Arbeitsmarktforscher etc. und das viel größer denken müssen. Ich glaube, wenn man jedem Österreicher von Erkennung, es ist eine Pandemie, ein fixes Geld gegeben hätte, und gesagt hast, du kannst daheim bleiben. Ja? Ich bin jetzt absichtlich Visionär. Ja. Und natürlich allen Betrieben 80% Ausfallsquote. Ja, ja. Dann hätte ich gesagt, um Gottes Willen, wenn wir in 5 Jahren die Endabrechnung machen, sollten wir es da überhaupt vorbei sein, wird das, was jetzt alles in Europa gemacht wurde, teurer sein, als hätte man das gemacht. Das ist meine Theorie. Ja. Und dann es sind alle Leute, das muss ich auch schon so, wie alle Menschen sind ja von dem kalt erwischt worden. Das muss man schon sagen. Das muss man den Verantwortlichen zugute halten oder wie immer. Sie sind kalt erwischt worden. Obwohl die WHO und ihr verbundene Institute schon vor Jahren gewarnt haben, es könnte, es kann, die sogenannte Zoonose, wie wir wissen. Ja. Du weißt, was die Zoonose ist. Nein, natürlich. Ja. Was ist die Zoonose? Dass die Tiere und die Menschen immer näher zusammenkommen und wir den Tieren immer mehr Lebensraum wegnehmen. So ist es. Willst du mich jetzt in meiner eigenen Sendung bloßstellen? Ja, jetzt pass einmal auf, Professor Prokopetz. Ja? Okay. Was ist die Rückseite von Bohemian Rhapsody? Du Banause. Warte mal, ich habe nicht. Nein, bitte, weiter. Lass mich nachdenken, was ist. Nein, 2 Sekunden aus, Ende. Glaubst du, das ist ja nicht ewig geworden? Ja, die Zoonose ist auch durch bedingt, dass das immer näher zusammenrückt. Nein, und das ist die, dass die Übertragungsmöglichkeit von Tier auf Mensch dadurch natürlich gut, ist gut. Ich habe verloren, du hast gewonnen. Nein, wieder ganz ernst. Entschuldige, ich versuche nur, weil du animierst mich. Aber ich habe an und für sich vorbereitet, heute ist das auch kleine Meinungsfernsehkolumnen von mir. Und eine geht genau über das. Die heißt, was mir Sorgen macht. Eine andere heißt, was mich aufregt. Eine andere ist, was mich freut. Ja? Und da sage ich so 1 Minute, kurz überlegt. Und das, was mir Sorgen macht, ist, dass ich glaube, dass der Ursprung das ist, dass wir den Tieren immer mehr Lebensraum wegnehmen. Das ist richtig. Und zwar als Taucher, sicher das ja, ich fahre zum Great Barrier Reef. Ja, und sozusagen dort, wo es letzte Mal noch unberührt war, steht jetzt 50 Hotels. Und wo noch unberührte Korallen waren, sind jetzt weiß und ausgegelbt und gibt es nicht mehr. Ja, es ist natürlich so, dass. Darf ich nur
nur aussprechen. Ja, ich weiß, es ist dein Interview, aber ich bin der Chef. Ja, ist ja. Ich frage dich dann wieder was. Ja, wenn du, ich zitiere dann auch ein Zeichen, wenn du dir was sagen darfst. Am besten, du zeigst auf wie in der Schule. Ja, nein, bitte. Ich war jetzt nicht böse gemeint, ganz lieb. Aber das über Zwischenwirte, ja, dadurch, weil ich glaube nicht dran, dass das in einem Fledermausmarkt in China sozusagen so, sondern es geht prinzipiell darum, deswegen habe ich im März schon gesagt, es wird Covid-20, 21, 25, 30, und wird halt anders hassen. Ja. Damit werden wir uns auseinandersetzen müssen, außer wir stoppen diesen Vorgang, wo wir den Tieren, die früher, weißt du, da haben wir keine Immunsysteme dagegen. Das ist so, wie die Spanier eingewandert sind und die armen Indios alle gestorben sind an normalen Grippen, weil das haben die und nicht. Die Indios haben, glaube ich, das gehört so, weil die Einwanderer dafür geglaubt haben, das sind Götter. Ja, weil in ihrem Kalender irgendwas ist, dass da wer kommt. Da sind wir wieder bei den Religionen, ja? ohne jemanden nahe treten zu wollen. Ja, warum nicht? Ich habe dich unterbrochen. Und nein, ist schon richtig. Nein, ich möchte gerne... Was du erreichst, hast du jetzt fast vergessen. Ja, ich wollte sagen. Es ist ja so, ich habe immer ein Programm gehabt, ich weiß nicht, ob du das weißt, das ist Die Schöpfung, eine Beschwerde. Ja, das kann ich mir erinnern. Und da kommt drinnen vor, natürlich völlig unwissenschaftlich und unsachlich, spekulativ und satirisch, daher Kabarett, ja, vor, dass... die Welt, die Schöpfung, nicht dazu angetan ist, dem menschlichen Forschergeist standzuhalten. Der überfordert das natürlich. Weil diese ganzen Hotels, diese Fluglinien, dieses, was weiß ich, was da alles ist, was da alles schädlich ist, ja, für die Umwelt, das ist ein schlechtes Konzept. Das hätte bei der Schöpfung berücksichtigt werden müssen. Sei mal nicht besser, das ist ein schlechtes Produkt. Ja? Also ja. Das kann man natürlich satirisch so sehen. Nicht? Mhm. Ich meine, schau dir doch diese Welt an, weil sie immer reden von einem guten, liebenden Gott und so weiter. Ja? Das ist ja sowieso Humbug ist. Aber könntest du dir eine Welt, ich sage jetzt was ganz Arges, ohne Bauchspeicheldrüsenkrebs vorstellen? Sehr gut kann ich mir das vorstellen. Ich kann mir auch Unsterblichkeit vorstellen. Und dann kommen die Obergescheiden und sagen, ja, wo sollen denn alle hin, wenn so viele Leute sind, damit ist jetzt klar. Ich habe gesagt, Schatz, da ist meine Antwort darauf, völlig unwissenschaftlich, sagt ja. Die, das Universum, wir wissen, dehnt sich aus, da kennt sich doch der Planet mitdehnen, wird dadurch immer größer und ist Platz für die Unsterblichen. Also, man muss schon eines, und der aus diesen technischen Fortschritten, aus diesem dem menschlichen Forschungsgeist, hervorgegangenen Sünden und Segen natürlich, ist natürlich so, dass, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen will, dann reden wir vielleicht falls mal wieder ein. Gut. Ja, aus dem resultiert natürlich und wird möglich Hedonismus. Mhm. Hedonismus. Und je mehr das möglich ist, desto stärker kommt man drauf, wenn man nicht irgendwie konfessionell gebunden ist oder sonst wie kontrafasziniert, kommt man drauf, der einzige Lebenssinn, der nachvollziehbar ist, ist der Hedonismus. Was für einen Sinn hat denn meine Existenz außer Garn? Für mich hat es nur, wenn ich diese Existenz in optimaler Annehmlichkeit verbringe. Naja, ich hab früher immer gesagt, der Sinn des Lebens ist, langsam ein Schatzi zu werden, also ein guter Mensch. Nicht im Sinne von gut Mensch, sondern sich zu bisschen zu verwenden. Ein anständiger Mensch ist das bessere Vokabel. Und dann zu schauen, wo gibt es noch anständige Menschen auf der Welt und mit denen zusammen sich zusammenzutun. Nach der Geburt meiner Söhne bin ich eigentlich der Meinung, dass der eigentliche Sinn des Lebens ist, auch Leben weiterzugeben. Und das, was man weiß in der jüngeren Generation, ja, aber Rudi, es gibt keine größere Erfüllung für mich. Ja, mag schon sein. Ja, das gestehe ich dir auch zu. Aber das tun doch Wanzen auch, sich vermehren. Ja, aber das kann doch nicht der Sinn des Lebens sein oder nicht der gleiche Sinn meiner Existenz ist der gleiche wie der einer Wanze. Oder eine Sport. Allein schon vom Volumen sind wir beide nicht mit Wanzen zu vergleichen. Aber Wanzen sind gefährliche Insekten, die hören alles mit. Ja, um Gottes Willen. Genau.
Du, Josi, wenn du in die Zukunft schaust, ich meine, gibt es dein Privatleben, alles in Ordnung? Ja, ja. Ja, ich kann mich erinnern, du bist ja seit vielen Jahren glücklich liiert. Ich bin jetzt das 17 Jahre, Ende des Jahres ist das 18. Jahr, dass ich mit meiner Frau Darf ich sagen, was bin? Du mir damals gesagt hast, wie du sie kennengelernt hast? War das das, wenn das nicht klappt, ja. Pfeife drauf? Ja. Na gut, ich habe viermal geheiratet, da steht es mir zu. Nein, du hast gesagt, das einmal probiere ich es noch und wenn es jetzt nicht hinhaut, dann pfeife drauf. Aber also das ich gratuliere dir. Das war, da war ich schon über 50. Nein, ich gratuliere dir, das Nein, offenbar danke, klappt. Nein, es ist alles wunderbar und entwickelt sich, wie sich sowas entwickelt. Es entwickelt sich zur gegenseitigen Loyalität, zur Kameradschaftlichkeit. Und nach Jahren der sogenannten Leidenschaft und was der, ne, Flitterzeit, hat sie das ganz wunderbar, wunderbar. Also schöne Grüße an deine Frau. Werde ich gerne machen. Für alle, die es jetzt nicht wissen, vor allem das jüngere Publikum, darf ich vielleicht noch pophistorisch dazu sagen, es ist deine Frau war früher mit dem Harald Fendrich verheiratet, dem Bruder vom Reinhard Fendrich. Jawohl. Heißt Karin Fendrich. Heißt Karin Fendrich. Was ich sagen will, ich wüsste jetzt einen guten Schluss. Bitte. Wie heißt die Rückseiten von Bohemian Rhapsody? Ich sag dir, was heißt. I don't know. Nein, wirklich? Das war aber jetzt ein heißt nicht wirklich I don't know. I don't know. Hat's nicht. Genau. Du oh, weißt das? Ja. Nein, wirklich? Ja, wirklich. Na, das ja, wirklich ist, bitte, ja. Da gibt es ein besseres Schlusswort. Nein, überhaupt nicht. Meine sehr verehrten Damen, da gibt es ein besseres Schlusswort. Ja. Ich bin stolz darauf, dass mir das eingefallen ist. Ich bin ganz froh, dass mir das eingefallen ist. Ich kann es kein Menschen sagen. So, ich wusste, dass das eine unübliche ohne Schlusswort. Das braucht man nichts mehr sagen. Und ohne entschuldigen Sie, Herr Professor. Ja, es ist ich bin Ihre Sendung. Chef da. Ja? Nein, hauen Sie die Folge zusammen. Hauen Sie es zusammen. Ich wusste, dass es eine unübliche Folge wird. Ich hoffe, das eine oder andere war sozusagen zumindest lustig, interessant. Es war in jedem Fall unüblich. Und ich sage vielen, vielen Dank an meinen Freund und den berühmten Textautor, Interpret, Kabarettisten, Professor. Schriftsteller. Verzeihung, habe ich noch was vergessen? Wie sagt der Herzpanowski Orlando bei Einhuf? Da gibt es ja der heißt Einhuf. Jetzt hast du mal den Schluss. Nein, warte, aber das muss man sagen. Der Baron von Einhuf, ich weiß Gott, wie heißt denn das? Der Gaulschreck im Rosennetz, heißt das von Herrn Zoll. Und da beschreibt er den Hofrat, glaube ich, ist er Einhuf als Hermaphrodit und Sohlenkitzler. Gut. Das war mir jetzt ein bisschen zu intellell. Also meine das Mieden weiß Fragen, man, wenn man sich... Ja, wenn man... I don't know, das ist der Schlusswort. Alles Liebe, bleiben Sie gesund. Ich sage immer, stay safe, also bleiben Sie auch sicher. Und stay human, also bleiben Sie auch menschlich, bitte. Und wie immer am Schluss, love and respect. Sie sehen, wie Sie mich erreichen auf den diversen Social-Media-Plattformen, jetzt eingeblendet. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, ohne Maulkorb mit Dollezahl.